Liebe Gemeinde, die Dunkelheit des Todes ist besiegt. Das Licht des neuen Lebens hat sich Bahn gebrochen. Der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Wir feiern Ostern. Aus dem Ende ist ein neuer Anfang für uns alle geworden. So wie Jesus, so sollen auch wir leben. Hier und jetzt und für immer, auch über dieses Leben hinaus. Ich wünsche Ihnen allen frohe und gesegnete Ostern. Wenn Sie mögen, beten Sie mit mir das Gebet aus der Beschreibung und gehen Sie mit Gottes Segen in diese Ostertage. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.